Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Dieses Mal zeige ich euch eine Weihnachtsdeko-Idee zum Aufhängen, welche man schnell und einfach selber machen kann. So, ich habe jetzt hier einen Bindedraht am Start und die Farbe des Drahtes bleibt jetzt hier wirklich jedem selbst überlassen. Ich habe mich jetzt für diesen silbernen Draht entschieden und der wird jetzt hier mal zunächst um diesen Blumentopf drumherum gewickelt werden. In meinem Fall hat der Blumentopf hier unten jetzt einen Durchmesser von in etwa 9 cm und da werdet ihr jetzt auch ordentlich Draht benötigen für das Projekt. Es wird aber jetzt kein Kranz gleich werden. Ich kann es ja ruhig schon mal erwähnen an dieser Stelle. Ich bastle mir jetzt mal zunächst Drahtblumen. Ich werde auch höchstwahrscheinlich gleich noch diesen dunkleren Draht hier verwenden. Aber jetzt machen wir hier erstmal die erste Drahtblume. Und die wird dann im Anschluss auch noch in meinem Fall weihnachtlich dekoriert werden. Ich nehme den Draht jetzt mal von meinem Blumentopf hinunter. So, und jetzt knicke ich mir den mal eben hier zusammen. Jetzt muss man nur ein bisschen aufpassen, dass einem das nicht nachher alles auseinanderfliegt. Ich habe den Draht auch noch nicht abgeschnitten. Ich will das Ganze jetzt hier gleich so mittig wie möglich haben. Und ich wicke jetzt hier mit meinem Draht ein paar Mal drumherum, damit das Ganze nachher auch schon mal gut hält. Ich ziehe den auch gut stramm. Sicher ist sicher. Na, wo muss er denn hin? Dahin. Okay. Na, noch ein paar Mal. Ein gutes Stück lasse ich jetzt von meinem Draht hinausschauen, weil das ist nachher zum Aufhängen gedacht. Wobei ich bin gerade noch am Überlegen, ob wir noch eine Kleinigkeit damit machen könnten. Nee, das mache ich vielleicht bei der zweiten Drahtblume. So, ich habe jetzt hier, wie gesagt, noch ein gutes Stück dran gelassen. So, jetzt muss ich das hier in meinem Fall alles schon mal etwas auseinanderfriemeln, weil meine Drahtschere, die ist jetzt, um ehrlich zu sein, uralt und die schneidet nicht mehr zu 100%. Ich schneide das jetzt hier oben mittig durch. Mit meiner alten Drahtschere. Ich werde das aber jetzt auch mal wieder an dieser Stelle für euch beschleunigen. Ist ja jetzt nicht so interessant, wie ich hier Draht durchschneide. Achtet auch ein bisschen auf eure Finger. Der Draht, der kann nämlich ordentlich jetzt pieksen. Im Zweifel sonst einfach auch mal Handschuhe anziehen. So, und jetzt forme ich mir mal meine Drahtblume aus. Bleibt jetzt hier auch jedem selbst überlassen, wer das letzten Endes gerne haben möchte. Ich muss mal gucken. Ich entscheide das jetzt hier selber erst im Laufe des Erstellens. Ich denke, diesmal lasse ich das hier so ein bisschen mal beieinander. Ja, mal gucken, ne? Einfach hier so zurechtbiegen, wie ihr es halt haben möchtet. Die Drahtblume habe ich mir jetzt soweit ausgeformt und die kommt jetzt erstmal beiseite. Ja, und dann habe ich jetzt hier Rispenhortensien, die ich zuvor mit etwas Silberspray angesprüht hatte. Dann haben wir hier ein wenig Strandflieder, einen Lärchenzapfen, hier so einen Dekostern und nicht zu vergessen ein Anisstern. Und ich werde jetzt mal aus der Rispenhortensie und auch aus dem Strandflieder mir mal so ein kleines Sträußchen ausformen. Jetzt auch ganz, ganz kurzer Strandflieder, der stammt noch aus irgendeinem vorherigen Projekt. Beziehungsweise das sind jetzt noch Reste vom Strandflieder. Wie gesagt, ich mache da jetzt mal so ein kleines Mini-Sträußchen raus. Die Rispenhortensien und auch Teile vom Strandflieder sind jetzt aber auch im Laufe der Zeit auch schon mal, ja, etwas eingetrocknet. Noch nicht komplett, aber so, ich sag mal so etwas. Ihr könnt natürlich auch super frischen Strandflieder dafür verwenden oder halt dann frische Rispenhortensien aus eurem Garten. So, dann habe ich hier einen feinen Schmuckdraht am Start. Den hätte man jetzt hier auch schon mal abfriemeln können. Heilige Macaroni. Der sitzt jetzt hier aber gut dran. Ich meine, der Vorteil ist, dann kann der sich auch nicht so easy peasy abwickeln. Boah, kriege ich den gar nicht. Ah, doch. So. Boah, der war aber jetzt echt stramm dran. So, Sträußchen haben wir am Start. Schön nah beieinander alles. Und den Bindedraht oder den Schmuckdraht, den wickele ich jetzt hier ganz nah drumherum, damit mein Sträußchen halt gleich schon mal hält. So weit oben, wie es nur irgendwie machbar ist. Zack.
Und dann braucht ihr jetzt auch gleich eure Heißklebepistole. Schneiden wir mal ab. Ja. Wir geben hier mal den Rest auch eben drumherum. Auch wieder aufpassen, dass ihr euch nicht an dem Draht piekst. Das tut nämlich echt weh. Schneid das Überschüssige hier unten jetzt ab. So, Drahtblume, komm mal her. Und das wird jetzt hier an die Drahtblume mit der Heißklebepistole, befestigt werden. Ich muss die mal eben hinzuholen. Ich überlege gerade, ob ich das Ganze ein bisschen zu üppig gebastelt habe. Obwohl, nee. Nee, das kann ruhig. Heißklebepistole. Wenn der Heißkleber mal rauskommen würde. Ah, da ist er. Drück das jetzt auch mal so ein bisschen hier an. Ich warte jetzt auch einen Moment, bis ich halt merke, ja, das hält von ganz alleine. Ja, und die anderen drei Materialien werden jetzt auch einfach mit der Heißklebepistole befestigt werden. Nur wie bereits erwähnt, immer auf die Finger aufpassen. Ansonsten kann man da auch eine Salbe dann nachher auftragen, wenn man den Heißkleber leider dann doch an die Finger bekommen haben sollte oder halt an die Hand. Ist dann halt manchmal so. Ich habe jetzt noch diese zwei Perlen eingearbeitet, aber jetzt ratet mal, wer vergessen hat, die Kamera anzumachen. Und von daher werde ich jetzt noch eine dritte Perle einarbeiten und zeige euch mal, wie ich das gemacht habe, ohne dass ich mir die Finger verbrenne. Das hier ist jetzt einfach so ein Steckdraht. Ich glaube, der hat einen Durchmesser, so, ich schätze mal, so 2 mm müsste er haben. Das jetzt hier drauf gemacht, also diese kleine Perle. Macht das jetzt hier mal vorsichtig mit Heißkleber. Muss man jetzt wirklich etwas aufpassen. So. Dann lasse ich die hier einfach so runterflutschen. Zack. Man kann die auch immer noch vorsichtig ein bisschen drehen. Ja, und noch mehr werde ich daran jetzt auch nicht dekorieren. Ich werde aber jetzt im Zeitrafferformat noch 1 bis 2 weitere Drahtblumen erstellen. Die werden aber ein bisschen anders dekoriert werden und der Draht wird auch eine andere Farbe haben. Ich bin am Überlegen, ob ich jetzt hier zweimal mit diesem dunklen Draht arbeiten werde und noch einmal mit einem silbernen. Ich muss jetzt mal selber überlegen. Meine zweite Deko habe ich jetzt auch soweit fertig, allerdings habe ich sie ein klein wenig anders dekoriert. Anstelle von dem Anisstern habe ich hier diese zwei Erlenzapfen ausgewählt und hier unten ist noch ein Zypressenzapfen hinzugekommen. Ich habe jetzt insgesamt 3 Drahtblumen erstellt und bei der letzten habe ich den Strandflieder durch Schleierkraut ersetzt. Ja, und ich habe mich halt hier noch für einen silberfarbenen Stern entschieden, anstelle von dem rosafarbenen Stern. Meine Drahtblumen werden jetzt einfach an diesem Ast von einer Korkenzieherhaselnuss befestigt werden. Das war jetzt auch letzten Endes der Grund, warum ich hier halt so ein Stück vom Draht einfach mal hinausschauen habe lassen. Ich wicke das jetzt hier ein paar Mal drumherum und den überschüssigen Draht, den werde ich aber nachher auch abschneiden. Ja, und ich denke, somit hat man doch auf jeden Fall eine niedliche Weihnachtsdeko zum Aufhängen. Kann man ja dann zum Beispiel am Fenster aufhängen, ne, oder wo halt auch immer. Man kann die Drahtblumen auch auf eine Schale legen, das bleibt ja wirklich wieder jedem selbst überlassen. Aber ich persönlich finde, das sieht echt süß aus. Jetzt muss ich ja mal eben gucken. Doch, also ich finde, das sieht niedlich aus. Ich werde jetzt mal hier die anderen dran befestigen und dann zeige ich euch das Ganze nochmal, wenn es halt ja, fertig ist.
Ja, und so sieht das Ganze dann fertig aus, aber ich muss auch für diesen Ast definitiv noch 2 bis 3 Drahtblumen, ja, letzten Endes nachbasteln. Und alle benötigten Materialien für das Projekt findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung. Und ansonsten werde ich mich jetzt auch einfach mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach.